lange nicht mehr in Jacke vor der Kamera gewesen. Obwohl wir hier gute 18 Grad gerade haben, frieren wir uns ganz schön den Arsch ab. Und wir stehen auf Gozo und im Hintergrund, was ihr gerade noch bei hellerem Tageslicht sehen konntet, steht das Eiles Hotel. Das Eiles Hotel ist aus den 80er Jahren. Es wurde wenige Jahre benutzt. Wie viele genau, ist gar nicht offiziell bekannt und hat auch heute noch Eigentümer. Die ganze Anlage war schon immer umstritten, denn Gozo ist so ein bisschen Maltas grüne Seele, das entschleunigte Inselchen neben dem beschleunigten Malta. Wer schon mal hier war oder auch im Urlaub, der hat das vielleicht ein bisschen gefühlt. Die Menschen möchten also ihre Idylle hier haben. Es ist ja auch eine Traumkulisse, hier vor dem Strand mit dem ganzen Grün, der Bucht und den Bergen. Somit war das Hotel hier absolut nicht beliebt. Es hat sich nicht gehalten und hat irgendwann geschlossen. Was genau zur Schließung führte, fraglich. Es könnte sein, dass vielleicht so ein bisschen die Menschen, die hier alle so ein bisschen untereinander bekannt sind, im Großen und Ganzen vielleicht alle nicht damit einverstanden waren und letztendlich war es vielleicht das Beste, hier die Türen dicht zu machen. Was da drin gemacht wurde, erzählen wir euch gleich dort unten, nachdem wir uns hier die Straße runtergekämpft haben. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal los. Und falls ihr neu seid auf dem Kanal, dann abonniert gleich, dann verpasst ihr nämlich keinen Beitrag irgendwo von irgendwelchen skurrilen Geschichten irgendwo aus der Welt. Auf dem Weg zum Hotel, das ist die ehemalige Zufahrt, ist die Straße mittlerweile einen halben Meter abgesackt. Also man muss wirklich vorsichtig sein hier. Und jetzt wird die Kamera, glaube ich, mal einmal wackeln. Oh, was für ein Sprung. Ganz schön tief, ne? Sieht gar nicht so aus. So, und hier ist das alte Hotel. Wir sehen es ja am Horizont. Ja, quasi. Und die Anlage ist hier auf diesen Vorsprung gebaut. Ihr habt das eben gut aus der Luft gesehen. Und dazu, und das blende ich euch jetzt einfach mal noch mit ein, gehört noch eine, oder ob es wirklich dazu gehört, ich gehe mal ganz stark davon aus, so von der Geschichte her und gerade von der Lage und Bauweise, das befindet sich dort oben auf dem Hang. Ihr seht es jetzt eingeblendet. Das können wir leider nicht filmen. Aber wir können euch wenigstens einen Teil dieser Anlage hier zeigen. Und das ist hier der untere. Die Palme ist so ein bisschen typisch Malta, typisch Südeuropa. Einer der Gründe, warum viele Menschen herkommen, hier leben oder Urlaub machen. Und das Hotel hier ist gebaut in diesem typisch maltesischen Stil. Also dieser warme Sandstein, dieses cremefarbene. Und auf jeden Fall Ausflugsziel für die örtliche Jugend. Auch wenn es wenig ist, aber einer war hier, er hat Eminem gehört auf seiner Musikbox, also hat er nach meinem Empfinden schon mal Geschmack. Aber hier treiben sich viele rum und die Anlage verfällt zunehmend. Also ein Hotel, welches gebaut wurde, dort wo eine grüne Oase ist. Wer Malta kennt, ich sage es immer wieder, weil immer wieder mal jemand diese Videos sieht und dann auch eine Vorstellung dazu hat. Malta ist ein Felsen im Mittelmeer, der vollkommen zugebaut ist. Mit wenig Grünflächen. Das ist einfach so. Gozo hingegen ist so ein bisschen das Idyllische. Und hier gibt es noch mehr Natur und mehr Freiflächen. Und das soll auch so bleiben. Und das ist den Menschen, die hier auf Gozo ein bisschen entschleunigter leben, wirklich wichtig. Wenn natürlich jetzt hier alles mit diesen Komplexen zugebaut wird, sind die Leute natürlich ein bisschen sauer. Weil sie sagen, hey, das bisschen Natur, was wir noch in unserem Land haben, wollen wir auch behalten. In der kurzen Epoche wurden hier Hochzeiten gefeiert, Tagungen abgehalten, Veranstaltungen abgehalten. Und ich würde sagen, mit diesem Bogenbau und dem Blick auf die Bucht bietet sich das auch an. Heute ist von dem Ganzen nicht mehr ganz so viel da. Man sieht schon überall die Graffitis. Und so ein bisschen gruselig ist es hier irgendwie auch. Hier unten haben wir einen Innenhof. Kann man das gut sehen? Ist das hell genug? Da ist ein Pool da unten und davor ist noch so eine Art extravaganter Springbrunnen. Den gucken wir uns aber gleich unten an. Hier liegen auch noch so ein bisschen Relikte der Vergangenheit. Ich frage mich gerade, was das hier ist. Ja, wer eine Idee hat, schreibt es dann gerne in die Videokommentare. Ein Bett ist es nicht. War das vielleicht mal eine Bank? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was ihr glaubt. Lange hatten wir keine Jacke mehr an. Wir haben hier tagsüber im Moment um die 20 Grad. Gestern sehr viel Regen. Wer uns bei Instagram folgt, der hat das gesehen. Und aufgrund dieses vielen Regens leiden auch natürlich die zurückgelassenen Gebäude. Straßen werden geflutet und überall wird es so ein bisschen moosrig grün und alles ist so ein bisschen so feucht nass. Aber abends frischt es dann doch auf Malta ganz schön extrem auf, ne? Gerade im Moment. Tja, das ist wieder die alte Schule, ne?
Hier strömte dann das Gas aus. Und hier war noch ein Aufbau drauf. Wir haben das mal gesehen in der italienischen Schweiz sehr gut. Und zwar in Teil 2 des riesigen Sanatoriums. Empfehle ich euch wärmstens. Ist wirklich interessant und spannend gewesen. Und da stand genau solch eine Küchenzeile. Oder so ein Kochfeld, Küchenzeile sage ich, so ein Kochfeld, eine Cucina, das ist nämlich aus Italien, sind nämlich genau dieselben wie in den italienischen Alpen. Und die waren noch vollkommen intakt. Da standen sogar noch alte Pfannen und Töpfe. Schaut euch das gerne mal an. Welches Baujahr das weiß ich nicht. Das können. Nee, ich meine, der Gasherd. Also das Haus 1980, das ist richtig, aber der Gasherd. Wir könnten das natürlich jetzt ein bisschen aufwendig recherchieren, aber der eine oder andere von euch, der früher oder später einschaltet, hat immer sehr gute Informationen und wir freuen uns immer, wenn ihr das Ganze auch noch ein bisschen ergänzen könnt. Spannend. Also hier ist die, guckt ihr mal den Sand an hier drin. Wow. Heftig, was hier alles reingeweht wird und so. Ne? Hier ist die Küche gewesen, ne? Veranstaltungsküche, also wo man Speisen zubereitet hat. Viel ist nicht mehr da. Da oben sind noch so ein bisschen Kabelführungen zu erkennen. Da hängen noch so Ketten. Wahrscheinlich war da mal eine Abzugshaube dran oder irgendetwas anderes. Oder Lampen. Könnten auch einfach nur Lampen gewesen sein. Ich meine, 80er Jahre, das ist schon eine gewisse Zeit her. Und hier geht immer viel in neue Besitzhände über. Und das war so eine Durchreiche, ne? In die Küche. Und dann war hier vielleicht die Spülküche. Könnte ich mir gut vorstellen. Da oben ist noch eine Glühbirne zurückgeblieben. Tja. Ich frage mich so bei der Recherche von Emma, als ich das eben gehört oder als mir das erzählt wurde von ihr, dass die Menschen hier so anti waren, was diese Anlage anging. Wie viel Sinn und Zweck es hat, das Ganze dann hier in der Natur jetzt verfallen zu lassen. Weiß nicht, ob das vielleicht besser oder schlechter ist. Dann doch vielleicht lieber nutzen. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Ne? Hier ist nur wieder der... Ach, hier ist die Zufahrt. Aha. Da ist noch die Hauptzufahrt, von der wir eben gekommen sind. Dann ist wahrscheinlich hier die Warenlieferung angekommen. Ne? Schätze ich mal. Boah, Vorsicht, hier ist ganz schlammig. Wir müssen da hinten, glaube ich, mal die Treppen runter, dass wir in diesen Innenbereich kommen von der ganzen Anlage. Das wird kein Hotel gewesen sein mit vielen Zimmern. Wie gesagt, es gibt jetzt leider keine alten Fotos oder Einträge mehr, die da irgendwie die ganzen Zimmer zeigen. Manchmal gibt es das, aber nicht immer. Und in dem Fall leider nicht. Das waren die alten Teller damals, oder so Suppenschüsseln. Da ist noch der Fuß von einem Glas. Man könnte jetzt puzzeln, aber ich glaube, dann würden wir ewig hier sitzen. Was hier mal irgendwie zusammengehörte. Aber man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Ne? Und was wieder ein bisschen faszinierender ist, das waren bestimmt die Kartons, wo das drin war. Ne? Guck mal, Scotch-Gläser sind das. 6 Stück pro Packung waren da mal drin. Ja, die stehen wahrscheinlich jetzt in einem anderen Schrank. Hier in diesen Räumen, ich schätze mal, hat sich ein Lager einst befunden. Guck mal, hier steht auch noch ein altes Rührgerät. Ja, aber erkennen kann man jetzt auch nicht viel. Ich weiß gar nicht, war das ein Mixer oder da war doch mal Farbe drin. Oder? Ist alles blau. Ja, wer weiß, wer sich hier was zusammengemixt hat. Also hier ist ein Lager gewesen. Hier liegen auch noch irgendwie ein paar skurrile Sachen rum. Ey. Was ist das? Einer was abgefackelt. Fliegen auch noch Teller rum. Guck mal, die sind auch ganz, ne? Wahnsinn. Plastiklöffel. Für Kaffee. Gott, die sind abgebrannte Regale hier, ne? Die Holzregale, hier sieht man das. Das wurde dann gelöscht.
Was dann am Ende nur noch davon überbleibt. Eigentlich irgendwie gar nichts. Verrückt. Also, man beantragte das Ganze hier abzureißen und wollte dann Wohnungen hier hinbauen. Und zwar kleine Villen als Selbstversorgervillen, wahrscheinlich mit Solar und eigener Wasseraufbereitungsanlage, mit Tiefgaragen. Ein ganz tolles Projekt. Natürlich wollten die Eigentümer damit Geld generieren, das ist natürlich logisch, sonst würden sie es nicht tun. Das Ganze wurde aber von der Regierung abgelehnt, da klar und deutlich gemacht wurde von den Anwohnern, von den Menschen hier auf Gozo und den entsprechenden Regierungsmitgliedern, dass man da keinen Bock drauf hat. Denn man möchte das hier, so gut es geht, ruhig halten und hier nicht alles zubauen. Und das finde ich auch wirklich wichtig. Wenn man Malta kennt, ist es auch wichtig, dass es noch eine Ecke gibt, die nicht so bebaut ist wie Malta selbst. Auch wenn es dann traurigerweise die Nachbarinsel sein muss. Ne? Hier ist noch eine alte Abzugsanlage. Hier musst du tierisch aufpassen. Du rutschst hier richtig auf diesen Fliesen, Schlamm auf Sand und was weiß ich, was das ist. Die Fliesen sind auch so arabisch gehalten irgendwie. Ne? Oder ist der Piepmatz? Und er findet schon raus. Und er findet schneller raus, wenn wir den Raum verlassen. Pass ganz doll auf, dass du nicht ausrutscht. Ich bin eben auch schon gerutscht. Es hat hier gestern ganz, ganz furchtbar geregnet. Und jetzt ist hier so ein Matschschlamm unterwegs. Hier steht noch ein alter Ofen, ein Regal. Und hier unten sind so riesige Hallen. Also riesige nicht, aber große Hallen. Einmal nach geradeaus und einmal nach links. Ich würde sagen, wir fangen mal mit links an. Herrgott, was ist denn heute los? Also, wir fangen mal mit links an. Hier ist der äußere Innenbereich und da kann man auch nochmal das Teil sehen. Also der äußere, außen der Innenbereich des äußeren Innenrings. Ah, ja, genau. Hier ist der Außenbereich. Heute ist es furchtbar. Was ist denn das gewesen? Das sieht irgendwie cool aus. Diese Dinger? Würde mich echt mal interessieren. Das wird mich auch mal ein bisschen neugierig. Ja, hier wurden wahrscheinlich die Veranstaltungen abgehalten. Hast hier so einen großen Saal, zwei Säle und dann immer diese kleinen Nischen hier. Und hier unten dann gleich die Bucht und den Außenbereich. Wahnsinn. Das ist irgendwie so konfus, ne? Es sieht so stückweise so aus wie Nigenage neu. Und dann guckst du rechts in der Ecke und dann siehst du dann schon wieder den grünen Gammel. Hier gerade ganz besonders. Die bauen alle aus diesem Stein, die Häuser hier. Deswegen sieht das hier immer so. Weiß hell aus, erinnert mich auch immer so ein bisschen an Ägypten oder so etwas. Hier noch die Leitung aus der Decke, ist richtig schön grün. Schönes Farbenspiel. Hier gab es auch eine Bar, ne? Natürlich, muss es ja. Wenn du hier einen Veranstaltungsbereich hast, hier abends ein bisschen gedanced wird, weil gerade frisch geheiratet wurde, dann muss es natürlich auch ein bisschen was zum Schlürfen geben, oder? Ich sehe dann ein alter Kühlschrank. Also es war so ein ganzer Kühltresen. Also hier ist der Tresen und hier unten drin, wenn ihr mal rumkommt, könnt ihr das ganz gut sehen. Neben der Pizzapackung und dem Kondom. Das ist ein Kühlschrank gewesen. Aber so ein Element finde ich ganz schick. Auch clever gelöst, ne, weil du hast 2 in 1. Ganz simple life. Da hier ein Verhütungsmittel liegt und ein Pizzakarton und irgendwas anderes, gehen wir mal wieder da wieder zurück. Aber auch mit der Natursteinwand und sowas, das wird mal ein richtiger Prachtbau gewesen sein.
Das ist auch eine typisch maltesische Bauweise hier mit den großen Fenstern, mit diesen Balkonen, mit diesen Vorsprüngen. Typical. Was denn? Der Steinkreis? Ich raff's nicht. Nicht euer Ernst. Fuck Italy. Ihr seid doch. Ich weiß, wer hier war. Der Typ aus dem Restaurant, ja? Glaubst du, er war hier? Glaubst du, der hat vorher hier gearbeitet und wurde dann gekündigt? Und der Laden ging pleite wegen dem? Das war die real story, ne? Von dem. Ich werde es jetzt hier nicht ganz aufdröseln, aber wer bei Instagram uns schon ein bisschen länger verfolgt, kennt die Story. Nie erlebt. Was ist denn das? Da ist ein Fisch drauf. Und ein Pilz und ein Bräuler. Eine Waage? Oder was? Nee. Sicher? Düse? Nee, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Doch, da ist noch eine Pommes drauf. Ich kann das nicht sehen. Ach, Siemens. Echt ein alter Frittenmacher. Wahnsinn. So zum Abkippen richtig, ne? Halt gastronomisch. Hier ist ein Sitzsteinkreis und hier hat man nochmal einen Blick auf die Fassade. Das ist halt hier die typische Bauweise, ne? Ich glaube, das war mal ganz schick, bis es dann völlig ruiniert wurde. Sag mal, schade, wenn sowas. Aber das sind jetzt 20 Jahre. Über den Daumen. Oder vielleicht 25. Müssen wir mal eben den Schlamm abtreten auf dem Wege. Ja, Sanitärbereiche, die lassen wir generell immer aus. Solange das WC nicht aus einem Löwenkopf aus Gold besteht, sparen wir uns das. Denn wir kennen alle die Schüssel, gibt es in vielen Farben und Formen, aber in dem Fall sind sie meistens immer dieselben Formen und meistens auch im selben Zustand, mit denselben Inhalten, an denselben Orten. Badewanne sieht ja kein Schuss. Mal kurz gucken. Die ist, oha, guck dir die Wand an. Jetzt raff ich's. Ich habe gerade gedacht, ist die Badewanne gebrochen? Und dann sehe ich, die Badewanne ist gebrochen. Und dann sehe ich die Wand. Da ist die ganze Wand gebrochen. Inklusive Badewanne. Ist aber gefährlich. Na, dann mal ab da. Nicht so gut. Vorsicht da unten. Was hat's mit den ganzen Tüchern auf sich? Ich weiß nicht. Wird hier konsumierend oder was? Könnte sein, ne? Ach, auch hier ein Problem auf Malta. Schon manchmal echt ein bisschen eklig. Ach. Ich habe auch gerade total den Geruch in der Nase. Ach, jetzt ist er weg, Gott sei Dank. Ja, was war hier mal drin? Da war eine Badewanne, vielleicht waren hier mal Zimmerchen, ne? Oder so. Aber viel wird es nicht gewesen sein an Zimmern. Hatten die überhaupt Zimmer? Ja, aber guck mal, das sieht schon wieder aus wie ein Tresen. So. Hier ist ein kleiner Bimmelraum dran, damit kannst du nicht viel anfangen. Du hast nur diesen Raum und den. Ja. Es wirft Rätsel auf. Da ist noch ein Stockwerk drüber.
Da oben. Da haben sie aber die Wand zugemauert, ne? Da kommst du gar nicht hin. So. Was soll denn sowas? Und Spaß beiseite. Also da oben kommt man nicht rein. Für mich sieht das hier fast so aus. Guck mal, der Türbogen ist schön, aber jetzt sehe ich es auch gerade. Ich habe das ja gar nicht wahrgenommen. Guck mal, siehst du, wie schief die Wand ist? Ist das Wahnsinn. Ist richtig gebrochen. Auf Malta gibt es auch Erdbeben, ne? Haben wir noch gar nicht so gesagt oder gemacht. Aber hier gibt es auch Erdbeben. Ob es ein Schaden davon ist? Ich glaube eher, dass es Erdrutsche sind, durch den ganzen Starkregen. Dass das Erdrutsch ist oder durch aufgeweichte Erde, ein leichter Erdrutsch. Und deswegen das Gebäude sich so verzogen hat durch die ganzen Regenfälle, die ja sehr extrem sind manchmal. Das kann ich mir vorstellen. Zurück im Innenhof. Wir sind jetzt einmal hier mit euch von links nach rechts. Ich glaube, dass da oben, wo man nicht reinkommt, weil der Weg zur Treppe einfach zugemauert ist, dass da oben drin eine Hochzeitssuite war. Aber ich glaube auch nur für die, die geheiratet haben und die Angehörigen und ganzen Gäste. Wisst ihr Bescheid? Also wahrscheinlich haben hier nur die genächtigt, die hier auch geheiratet haben. Vielleicht ist da oben noch eine Dachterrasse drauf, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich versuche gerade, was habe ich mit der Drohne aufgenommen? Ich weiß es nicht mehr. Also ihr werdet es wahrscheinlich wissen, bevor ich es jetzt sagen kann, weil ihr es dann schon gesehen habt. Das kann ich mir vorstellen. Das ergibt denn doch. Manchmal muss man so ein bisschen Rätsel raten und so. Wir wollen ja ein bisschen bei den Fakten bleiben und nicht sagen, ja, das war auf jeden Fall so. Nein, wir wollen bei den Fakten bleiben und dann muss man ganz vorsichtig manchmal sagen, das ist so, das ist so, das wissen wir, dass es so ist oder das ist eventuell so. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen sehr wahrscheinlich eventuell so. Hier unten ist jetzt noch dieser Springbrunnen. Ich denke, das war mal so ein Springbrunnen. Wir haben da so ein, wo der Stein drin liegt, in dem oberen Teil, da ist so ein Überlauf nach unten. Da unten drin ist nur viel Müll und da geht ein Rohr hoch. Den Anblick ersparen wir euch. Aber ich denke mal, dass da das Wasser hochgepumpt wurde, runterlief in das Becken und durch den Überlauf wieder zurücklief in dieses Sickerbecken und dann wieder hochgepumpt wurde. Dahinter ist noch ein kleiner Pool. Das Meer tobt richtig, ne? Müssen wir nachher noch wieder rüber, zurück. Da war noch ein Pool und hier halt der ganze Außenbereich. Ich denke zum Parken da unten. Hier konnte man mit Sicherheit sich aufhalten, auch sitzen. Vielleicht auch ein Anlaufpunkt gewesen. Ich stehe hier auf dem Balkon, fällt mir gerade ein, wo ich die Wand da eben gesehen habe, die wir uns jetzt nochmal zum Abschluss anschauen. War bestimmt mal cool. Es gibt keine Bilder aus der Vergangenheit. Jedenfalls sind uns keine bekannt, keine über den Weg gelaufen. Wir konnten keine finden. Wenn ihr welche habt, gerne mitteilen. Und jetzt will ich nochmal nach der Wand gucken, denn ich denke da wieder an unser Bella Italia und ich denke da an sehr viele schiefe Wände, die wir oft gesehen haben. Das Krasseste, was wir mal gesehen haben, war eigentlich diese Villa von dem Polizisten, von dem Carabinieri in Norditalien. Mit diesem dreizackigen Turm, ganz schönes Ding. Auf jeden Fall, wer es nicht kennt, anschauen. Und da stand auch die Wand mit dem Turm so. Da gab es aber damals ein Erdbeben. Wahnsinn. Ja, Erdrutsch, Erdbeben, Zahn der Zeit, wer weiß. Wir waren heute mal wieder professionell wie noch nie, sagt er immer gerade. Stimmt auch. Bin auch ein bisschen verwirrt. Zwischendurch hat das Telefon geklingelt. Normal passiert uns das nicht, weil wir eigentlich immer, nicht immer, aber oft da sind, wo du nicht mal ein Telefon hast, weil geht nicht. Interessanter Ort. Und für mich am Ende stellt sich die Frage, warum wird es dann wenigstens nicht benutzt, wenn es hier schon steht und keiner es hier haben will. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, aber irgendwie ist es dann doch auch unsinnig, hier das Ding vergammeln zu lassen. Hier sammelt sich Müll an, die Leute kommen, laden Müll ab. Jugendliche spielen hier, andere Leute machen vielleicht ganz andere Sachen. Ich denke, die Verhütungsmittel lassen Hinweise darauf geben. Und die Pizzapackung, dass hier wahrscheinlich auch die Willenpartys steigen. Ich kenne bessere Locations als diese, was das Partymachen angeht. Aber wenn euch das Ganze trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um kein Video zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wie immer. Eigentlich Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr, Sonntag um 9 Uhr. Und bald auch wieder regelmäßig. So, bleibt sauber, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt gibt es mal wieder einen längeren Abspann mit einem schönen Blick im Tageslicht nochmal über diesen Hügel. Ciao, macht's gut.